es nicht rechtzeitig tut, man bekommt irgendwann die Aufforderung von R-Faktor, mach das Licht an. Wenn du der nicht innerhalb von 3 Sekunden nachkommst, wirst du disqualifiziert. Und ja, das ist auch ein bisschen ungünstig eingestellt. Also ja, das ist 3 Minuten, würde ich sagen. Okay, ja, das Problem ist, aber es ist halt eine Sache, die kann man nirgendwo konfigurieren, sondern das ist in der Engine so fest, im Source Code drin. Und und von daher ist das machen viele Teams, die das natürlich auch wissen, oder fast alle Teams wissen das, machen dann rechtzeitig das Licht an. Um nochmal auf diese Hybrid-Geschichte zurückzukommen, dass Toyota mit Hybrid kommen würde, das war ja schon klar, weil das bei denen am weitesten in den Serienautos verbreitet ist. Das Audi, das jetzt entwickelt hat, zeigt, dass sie ab jetzt erst einen Vorteil für sich sehen, weil mir persönlich hat der Dr. Martin Mühlbauer gesagt, es macht keinen Sinn, diese Geschichte irgendwo in die Autos einzubauen, bevor das nicht auch wirklich einen rein rechnerischen Vorteil bringt. Mhm. Das heißt, das Mehrgewicht, das du da mit den ganzen Technikkomponenten hast, das musst du erstmal über die zusätzliche Leistung reinholen. Ja. Offensichtlich ist Audi jetzt zu dem Punkt gekommen, was ein bisschen auch darin begründet sein dürfte, dass die Autos seit einem Jahr oder seit 2 Jahren konsequent auf Leichtbau getrimmt werden. Da ist also fast nur noch Carbonfaser drin verbaut. Aktuelle Entwicklung ist ein Getriebegehäuse aus Carbonfaser, das man dann an der Stelle jetzt in den R18 eingebaut hat. Mhm. Und nebenbei gibt es ja auch noch eine ganze Reihe von weiteren Hybridprojekten. Es gab ja, Peugeot war ja auch dran, ein Hybridauto zu entwickeln, hatte dabei auch schon einige Tests gefahren. Es gibt ein paar private Projekte, zum Beispiel von Hope Pole Vision, dieser Swiss Hightech Hybrid. Dann gibt es dieses Jahr in Le Mans den überaus bei den Fans hochbeliebten Delta Wing, der zwar kein Hybrid hat, aber der aerodynamisch einfach auf völlig neuen Prinzipien beruht. Es ist ein Auto, was völlig out of the box ist, was eigentlich gar kein LMP ist, sondern das sollte mal ein Indycar-Konzept werden. Ich weiß nicht, ob ihr den Delta Wing mal gesehen habt. Nein. Sieht aus wie ein Batmobil. Also vorne ist das Ding... Ja. Sieht fast also aus wie ein Dreirad oder so, ne? Ja, genau. Man könnte es für ein Dreirad halten. In Wirklichkeit sind vorne so 2 Motorradräder. Ja. Also nicht viel mehr als Motorradräder. Ganz schmale Dinger sind da drin. Diese Woche kursierte das erste Video, das zeigt, dass das Ding auch wirklich um eine Kurve fahren kann, ohne umzukippen. Ja. Also, er kann schon mal Kurven fahren. Ob er das natürlich in Le Mans jetzt mit der entsprechenden Geschwindigkeit tut, das wird auf einem anderen Blatt stehen. Auf jeden Fall ist das Auto auf jeden Fall dabei. Ja. Alternativ war noch im Gespräch, dass anstelle des Delta Wings eventuell ein Brennstoffzellenauto kommen könnte. Ach, echt? Also ein Wagen, der mehr oder weniger dann immer mit einer Wasserstoffflasche betankt wird und sich den Sauerstoff für die Brennstoffzelle aus der Luft holt. Das war dieser Green GT. Der ist angeblich für den Testtag angemeldet. Ob das Ding wirklich laufen wird, werden wir dann mal sehen. Ja. Und auch Codewa Lotus spricht zurzeit davon, dass man, wenn man einen eigenen LMP entwickelt, dort auch Hybridtechnik verbauen möchte. Ja. Die wird man sich natürlich kostengünstig am Markt irgendwo einkaufen. Zum Beispiel Hope Pole Vision, die haben ein Flybrid-System drin, also auch ein großes Schwungrad, mehr oder weniger. Porsche und Audi haben sich das System von Williams bauen lassen. Das hat man also aus dem Williams Formel 1 übernommen. Insofern, da wird es eine ganze Reihe von interessanten Entwicklungen mit Sicherheit geben. Ja. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir ob dieser ganzen Technikdetails jetzt nicht das Ende des Rennens verpassen. Da könnten wir jetzt erstmal drauf zurückkommen. Ich habe genau ein Auge drauf. Ein Auge drauf. Wir gehen jetzt auch gleich nochmal zurück zu Jörg Lang und Michael Reiter, zu X-Factor und Allstar. Das wird ein richtig heftiger Showdown mit den beiden. Ja, ich sehe nämlich, dass jetzt der Michael Reiter aufholt. Aber richtig. Und das tut er eigentlich schon die ganze Zeit in kleinen Schritten, aber er kommt kontinuierlich näher. Und ganz bitter hier eben Sackschwitze, die mussten nochmal in die Box. Splash and Dash. So, und jetzt gehen wir mal auf die Position 3.
Du. Oh ja. Ja, also das sind das ist der Kampf um Platz 2. Genau, so sieht's aus. X-Factor Racing, das grüne Ding da vorne und das bunte dahinter, das schwarz-rote, das ist All-Star Racing. Etwas professioneller ausgedrückt, Alpina und Jaguar. Ein Jaguar liegt uneinholbar in Front. Das ist der Wagen von Peter Kasar. Genau, von Torrent Motorsports. Und Langen und Reiter kämpfen hier um den zweiten Platz. Genau. Und das sind noch 4 Minuten 25. 24, 4 Minuten 23, 25, 22. Zwei Runden. Ja. Zwei Runden muss sich der Jörg Langen jetzt noch wehren. Frage ist jetzt, Moment, wo ist Kasar? Der fährt hier oben, der fährt jetzt ungefähr, das könnten auch noch drei Runden werden. Ben Kasar, wann kommt der jetzt das nächste Mal hier rüber? Nee, das würde. Braucht der noch zwei Minuten jetzt? Nee, der braucht keine zwei Minuten mehr jetzt bis zum Ende. Nein. Der fährt jetzt rüber und hat dann. Nee. Geht dann. Oder? Müsste dann die letzte Runde sein. Wird eng. Boah, es wird ganz knapp, ja. Also wenn der jetzt. Der müsste jetzt im Prinzip. Nee, das dürfte sich nicht mehr ausgehen. Also wenn er markendienlich fahren würde. Ja. Aber wir haben ja hier keine Jaguar-Rennleiter zum Glück. Ja, ruf die doch so mal an, Mensch. Irgendeine Adresse hast du doch mit Sicherheit von irgendeinem da. Sag, guck mal hin hier. Mensch, investier mal nicht in diese schweineteuren Sportwagen im Realen, sondern investier mal hier irgendwie 100 Euro im Monat und dann hast du hier richtig Marketing. Ja. Na, schauen wir mal. Also so nah sind mir die Jaguar-Leute leider noch nicht begegnet, weil sie halt relativ wenig im Sport machen. War ja mal im Gespräch, dass sie auch ein GT4 bauen. Aber naja. Wollen wir sehen. Schöne Bilder. Der kommt bei 2,58, der fährt dann noch eine Runde. Oh ja. Oh ja, das ist jetzt. Er geht jetzt in die vorletzte Runde. So, und dann, das war das, was ich meinte. So, was ich natürlich extrem erstaunlich finde oder sehr respektabel finde, ist, dass der Jörg Lang trotz allem, trotz der wahrscheinlich fährt er schon auf Felgen, hier den Reiter immer noch mehr oder weniger, also er macht keine Fehler. Er ist ein Tick langsamer, ja. Das ist keine Frage, aber er macht keine Fehler, trotz der schlechten Reifen und geht wenn hier er nur sehr, ein Tick langsamer ist, dann ist das wirklich für den, der dahinter liegt, die Drucksituation. Richtig. So, und ich würde meinen, dass Reiter, wenn er schlau ist, der müsste jetzt sehen, dass da noch eine Runde gefahren werden muss. Dass der Kasar, also wenn sein Teamkollege, der wird ja das irgendwie verfolgen, also der Stefan Karnitz, sagen, du hast noch eine Runde. Dass er hier sehr wahrscheinlich in der letzten Runde versuchen wird, auf der Camel Straight an Riggs vorbeizugehen und an Lang. Oder eventuell das, jetzt schon Angriff lanciert, weil nein, da dran ist er. Da läuft er aber Gefahr, in der letzten Runde wieder kassiert zu werden. Also das. Allerdings ist es dann, muss es dann in der letzten Runde passen, weil sonst hat er auch gelost. Ja. Schauen wir mal, das könnte. Nein, das klappt nicht. Wenn da jetzt nichts passiert beim Langen, dass der falsch durch die Eau Rouge kommt. Da funkt es schon kräftig unter dem Wagen, aber das reicht auf jeden Fall aus, um den Windschatten zu vermeiden. Reiter hat noch einen Schuss. Ja. Das ist die nächste Runde. Da muss er richtig aus der Lassos rauskommen. Das muss eine halbe Runde vorher schon lanciert werden. Ja. Aber der Jörg Lang, der hält wirklich die Distanz. Der geht auch wirklich letzte Rille. Also das ist jetzt hier richtig, richtig heftig. Sorry an die anderen Teams. Oh! Das war ein Querschnitt. Ja. Das war nicht perfekt. Und das war die Chance, Reiter. Das ist die, genau. Jetzt kann er sich ranheften. Und im Grunde genommen in der Lassource den Anfang, den Angriff bis zum Ende der Camel Straight zu lancieren. Genau, so sieht's aus. Also dicht genug ist er jetzt dran. Der soll jetzt keinen Blödsinn machen, soll hier nicht irgendwelche Sachen riskieren.
Keine Brechstange, weil das ist jetzt die angesagte Aktion, wenn man das an der Stelle vernünftig macht. Genau. Wir oder er nutzt nochmal einen weiteren Quersteher. Jetzt macht er den erstmal selber. Ja, selber. Ja, aber das hat keine Zeit gekostet. Ja. Das geht noch. Also er wird. Oh, hier steht ein RSA-Auto. Ich hoffe mal nicht mit Spritmangel. So lang hier, man sieht es, also mit. Er ist jetzt unter Druck. Er ist jetzt unter Druck. Das wird nochmal spannend. So, 100. Runde ist angefahren. Angebrochen. Oh, und Reiter ist jetzt hier nicht so besonders gut. Ah. Der Abstand ist wieder ein bisschen größer geworden. Er hat 2/13 verloren. So, und jetzt muss es passen. Richtig schön weit raustragen lassen hier. Und jetzt muss es passen für Michael Reiter, sonst hat er das Ding. Ja, der ist zu weit weg. Ja, der ist weit weg. Der ist zu weit weg. Das ist zu weit. Da ist keine Chance. So, wie sieht's aus von hinten? Ah, da staubt der Punkt, das ist gewaltig. Nein, keine Chance. Keine Chance. Okay, also entweder er sucht jetzt mit der Brechstange während der Runde, aber das werden wir uns ganz genau ansehen in diesem Fall. Wir müssen jetzt auch mal ganz kurz schauen, wo der Führende ist. Der ist nämlich schon im Longement. Das heißt, der wird vielleicht das Rennen gewinnen. Ich würde sagen, wir lassen ihn hier mal auf ihm. Genau. Genau, das haben die beiden Jungs sich verdient. Definitiv. Rickard Helsten und Pat Bacazar. Torrent Motorsport gewinnt in diesem Fall das zweite Rennen der GT1 Langstreckenserie, das dieses Mal ein bisschen länger lief. Ja, genau. Alle Sessions. Sieg für Torrent Motorsport. Hervorragend. Herzlichen Glückwunsch. Super. Ja, congratulations. Guys. Die sollten gleich mal in den Stream kommen. Und jetzt wird's, schnell wieder hier drauf schalten. Hier wird's spannend. Ja, aber ich glaube, der Jörg Langen hat das jetzt. Der hat das jetzt in trockenen Tüchern. Ja. Blanchiment bzw. Schikane wäre das einzige, Passstopp wäre das einzige, wo noch eine Möglichkeit wäre. Aber dazu ist Langen zu schnell und zu clever. Der wird, wenn es zu eng wäre, würde er reißen, dass man da auf den Kies kommt oder auf. Ja. Nee, beide sauber, aber das reicht nicht mehr. Das reicht nicht mehr. Nichts zu machen. Wir sind hier bei Michael Reiter am Auto und hier sieht man, wie weit das eigentlich noch davon ist. Also da hat er keine Chance, da noch irgendwas zu machen. Da müsste jetzt wirklich Lang sich schon mörderisch verbremsen. Der lässt auch jede Menge Gummi liegen hier. Die Reifen aber, sind hin, auf jeden Fall. Ja, aber das Ding ist gegessen. Das Ding ist gegessen und ja, nach 4 Stunden... Aber super. Super von beiden Teams gemacht, muss ich mal loswerden, dass man bis zur letzten Sekunde im Grunde genommen da noch um die Position kämpft, um das Podium kämpft. Astrein, klasse, das ist die Show, die wir haben wollen. Das ist grandios. Wir würden dann bitte die Herrschaften... Von den drei ersten Teams, genau. Ja. Gleich ins Interview bitten. So, wie sieht's dahinter aus? Ronnie Hennel, ist er schon durch? Ich denke mal ja. Der, also Notox Racing erwischt den oder erringt den 4. Platz, knapp außerhalb des Podiums. Dahinter haben wir eine Corvette, ich vermute mal von GTR4U. Das ist der René Köller. Da müssen wir allerdings erstmal noch testen, wie das mit dem Fahrerkontingenten, also mit den Längen der Fahrerstints hinkommt. Da gab es einen Hinweis. Werden aber jetzt erstmal auf den 5. Platz geführt. Auf Platz 6 der Audi von Rainer Ebner. Auf Platz 7 der BMW von Martin Euen. Auf Platz 8 haben wir ein Ferrari-Team, Danny Volkert und Co. Thomas Schacht auf der 2. GTR Corvette mit seinem Teamkollegen auf Platz 9 und auf Platz 10 Jens Potschka mit dem Audi R8. Julian Siedenbiedel und seine Kollegen überlegen mit dem McLaren den 11. Platz. Der Lamborghini von Ulrich Nölting.
auf Platz 12, 13 Gerd Oehlschlägel auf dem Ferrari, 14 Noah Nevi auf dem Nissan und 15 Michael Tröscher auf dem Ferrari. Das sind, wenn alles so korrekt ist, unsere Punktekandidaten, die dieses Mal in Spa die Punkte abgeräumt haben. Wir hatten allerdings vorher noch zwei DNF, sehe ich hier. Oder ist das jetzt, weil die Teams sich abmelden? Nein. So, ich denke mal, wir haben hier alle beieinander. Genau. Mhm. Wollen wir mit den Siegern beginnen oder fangen wir vom dritten Platz an? Mit den Siegern. Mit den Siegern. Harald, good job. Congratulations to Torrent Motorsports. Applaus! Ja, well done, boys. Thank you very much. Thanks. Okay, hello. My team speak is in the moment a little bit... Everything is fine. Under ambitious. Who is on the stream? Peter? Yep. Okay, ah yeah, here you are. Peter, again a fine performance from you and from Rickard. Congratulations. How was it to deal with the 30 kilograms extra? Hello? Yeah, it was... the car wasn't too bad with the extra kilo, but we noticed that it was slower, of course. But it was more slower than expected before we started to practice for a race. Mm. Rickard, did you experience the same? Hard to say, actually, as we didn't test without the weight penalty. But the car felt okay. It was a little bit slower down Urush and on the back straight, but in the corners I think it was okay. Mm. I think over the whole length of the race you didn't have any faults that we noticed. Is that correct? Yeah, our baby Jag is clean. Yeah. Yeah. Absolutely. Yeah. What else can I say? Guys, perfect job, perfect race, perfect result. I think you are leading the championship right now with a second in the first place. So what do you expect for Zandvoort? Have you driven the mod yet? The track? Yeah, a few years ago, but not in our factor. But I think the biggest issue is the big weight penalty we get. Yeah, now you are dealing with 70 kilograms extra. So around the corners in Zandvoort, that may lead not to a podium result. But I think you can handle this, yeah? Yeah, hopefully. Yeah. Okay. but I do expect a hard weekend because we have the 24-hour race at Nordschleife at the same time. Oh yeah. Oh, that is hard. Do Ouch. You drive? But you don't drive with two people, huh? No, of course. You got more drivers for Nordschleife. Okay. Perfect. Okay. Yeah. Okay. All the best for this race, also. And I'm very proud that meanwhile last year we had some international pilots winning here races and even the championship. And now we have championship contenders from Europe also. From Norway and Sweden. All the best for the next races. Thank you very much. Thank you. Yeah. Okay. Ja, kommen wir zum zweiten Platz. Jörg Langen und Michael Achim Krause. Und Achim Krause, ja, genau. Genau. Ja, der Alpine hat gehalten. Ihr habt euch sehr gut im Grunde genommen durchgeschlagen jetzt. Von Platz 10, von einem glücklich eingefahrenen 10. Platz im Qualifying. Sehr überraschend das Ergebnis dann jetzt hier. Ab wann war es klar, erstmal Jörg vielleicht, weil auch da, ich glaube jetzt am Schluss da, war da ein Messer zwischen 10 oder war das die normale Performance, die du gegangen bist? Nee, das war Limit, also da ging gar nichts mehr. Ich bin also quasi mit 0 Liter über die Ziellinie gerollt, also es hätte keine 500 Meter länger sein dürfen. Und ja, die Reifen waren komplett fertig, also es war eine ganz kurze, spontane Entscheidung. Da muss ich auch mal dem Thomas Pache danken, der auf seinen Stint verzichtet hat, den letzten.
Weil wir hatten bei meinem Stopp das Problem, dass der Motor nicht mehr anging. Ich hatte den dummerweise ausgemacht und der ging halt nicht mehr an. Und das hat uns 30 Sekunden gekostet und dann waren wir wieder bis auf 5 hinten. Und die einzigste Chance war halt, die Reifen nicht zu wechseln. Das war so weder geplant noch so vorgesehen. Ja, und das hat sich ganz knapp ausgegangen. Also mehr ging nicht. Also ich habe einen Puls immer noch von 200. Ich kann gar nicht so richtig atmen, weil der Michael immer näher kam und ich wusste, ich kann mich auch nicht großartig wehren, wenn er einmal dran ist. Und ja, ich hatte aber auch keinen Sprit, um das Motorprogramm hochzustellen. Also ich musste mit dem Einser-Programm durchfahren und hatte dann irgendwie Glück, ich weiß nicht warum. In der letzten Runde war der Michael plötzlich schlagartig eine Sekunde wieder hinter mir und das hat es dann halt gebracht, um die letzte Runde noch zu retten dann. Ja, weil ich glaube, wenn er Windschatten gewesen wäre auf der langen Geraden, dann hätte ich mich eh geschlagen geben müssen. Ja, das hatten wir ja dann auch vermutet. Achim, du hast ja einen ziemlich aufregenden ersten Stint hinter dir gehabt. Aber fand ich schon, dass das ziemlich aufregend war. Das ging ja doch nicht so. Ich hätte dich eigentlich schneller weiter vorne gesehen. Ja, also, das hatten wir uns eigentlich auch ausgerechnet, aber leider hat es ein bisschen länger gedauert. Und wo dran lag's? Ja gut, die ersten, also Platz 9 und 8 ging eigentlich noch ziemlich schnell, aber dann war eine schon eine etwas größere Lücke, die musste ich erstmal zufahren. Und dann fährt man auch nicht mal eben dran vorbei. Ne? Ja, das Platz 5, 6 und da muss man schon, waren auch ein paar kleine Rebellen dabei, aber auf meiner Seite auch. erstmal sorry an, ich weiß nicht, wer es war. Aber ich wollte natürlich unbedingt nach vorne, ne? Ja. Vielleicht, es gab ja am Start gab es ja einen Unfall. Habt ihr davon irgendwas mitbekommen? Das muss so um Platz 10 rum passiert sein? Nee, also hinter uns, ja. Das muss hinter uns gewesen sein, ja. Okay. Aber auf einmal eine etwas größere Lücke, ja. Richtig, richtig. Da hat es irgendeinen zerledert gehabt und sind aber trotzdem alle dann ins Rennen gegangen. Ja. Glückwunsch an euch beide für diese Teamleitung. War sauber, keine Frage, tolles Rennen. Und Jörg, also die letzte Show, die da gelaufen ist, das war eine deiner besten, die ich jetzt von dir gesehen habe, muss ich ganz klar sagen. Ja, also definitiv, ganz großes Kino. Ja, absolut. Ja, also kommen wir zu Platz 3 und jetzt ist natürlich die Frage, natürlich ist es ein Glückwunsch und eine Gratulation an All-Star Racing, aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht der zweite Platz geplant war. Und dann fragen wir auch mal direkt den Micha. Ich glaube, es war dieser Ausrutscher auf dem Curb, gell, der dich den zweiten Platz gekostet hat. Nö, eigentlich nicht. Also nach dem Wechsel da von Stefan habe ich geguckt, ja, 35 Sekunden. Boah, dürfte reichen, also... Ja, Arm raus und einfach locker zu Ende fahren. Und dann nach dem Boxenstopp kam ich raus und fragte Stefan, was macht denn der Jörg da vor mir? Und da sagte er nur, ja, die haben wohl nur getankt. Und dann sagte ich, ja, toll. Ja, und dann ging es halt ab. Dann habe ich gedacht, komm, gib noch einmal alles, entweder 2 oder 3. Aber ich hatte... Die Kilos, Rouge ging gar nicht. Da fuhr Jörg immer 6 Zehntel vor. Mittelsektor war ich dann wieder rangekommen und letzter Sektor fuhr wieder davon. Also irgendwie erster, letzter Sektor müssen die Kilos da richtig reingehauen haben. Ja. Aber also noch eine Runde länger, glaube ich, hätte ich ihn gehabt, aber. Okay. Da wäre ich auch stehen geblieben. Danke. Ja, trotzdem noch die Frage: Bei deinem Boxenstopp habt ihr zu viel getankt? Weil ihr habt genauso Stange gestanden wie sonst? Habt ihr voll getankt? Ja, ich hatte noch 40 Liter drin. Also irgendwie. Okay, alles klar. Habe ich mich da ein bisschen verguckt, aber gut. Mhm. Weil das hätte nämlich eventuell, das könnten die paar Sekunden gewesen sein, die dir den Platz gekostet haben. Ja, wahrscheinlich. Also war eh unter meiner, also eine anderthalbe Sekunde unter meiner Trainingszeit bin ich gefahren. Also ich glaube nur 20er Zeiten. Und im Training sind wir hohe 18er bis niedrige 19er gefahren. Woran das liegt, keine Ahnung. Ja, weiß absolut nicht. Streckentemperaturen, ja. Aber gut, das insgesamt habt ihr alle zusammen eine sensationell tolle Show geboten. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Vor allem jetzt nochmal der Fight um Platz 2 zum Schluss. Das war nochmal so der i-Tüpfelchen auf ein ziemlich perfektes Rennen, wie ich fand. Mit wenig Ausfällen, mit wenig Problemen. Also
ganz anders, als was wir gewohnt waren. Also von daher großartige Leistung und auch an alle Fahrer, die jetzt hier noch zuschauen. Auch nochmal ein Sorry an den Sebastian Röhn. Ich habe eben erst gelesen, dass er ins Interview wollte. Ich habe das einfach nicht mitbekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, liebe Notox Racing Driver, dass wir euch das nächste Mal wieder irgendwo mit im Interview haben. Also, ja, Harald, ich würde sagen, ich übergebe dir nochmal das Schlusswort und den Stefan hast du ganz vergessen. Den Stefan habe ich vergessen? Mhm. Mhm, ja, genau. Naja, gut, den Stefan hatten wir ja schon im Interview und das war ja... Ach so, okay. Ja, der war, das, war das jetzt nicht so, aber aufgrund dessen, dass Stefan ja der dann in seiner Boxenstoppzeit, also als er dann nicht mehr als der Micha dann fuhr, natürlich irgendwo als Teamchef fungierte, ist dir vielleicht dann doch die Frage, ist dir vielleicht nicht mal der Gedanke gekommen, dass man das vielleicht lässt mit dem Reifenwechsel? Oder wäre es nicht möglich gewesen? Ich glaube, man hätte es natürlich tun können, sicherlich. Nur die Zeiten waren so schon schlecht genug. Und wenn wir sie dann wahrscheinlich nicht gewechselt hätten, wären wir irgendwie um die 3 Minuten gefahren. Ja. Und was natürlich intern noch geklärt werden muss, ist, dass wir hinterher noch 40 Liter drin hatten, ne? Da, okay, naja gut, also den könnt ihr ja das nächste Mal dann schon im Tank haben. Dann braucht er beim Start nicht so viel tanken. Ja, aber natürlich, es ist, aber ich denke mal, ein dritter Platz im Hinblick darauf, dass wir jetzt noch 3 Rennen haben, ihr auch noch ein Streichresultat habt, ist es ja doch, doch eine ganz nette Geschichte. Also da hat man ja noch ein bisschen Spielraum. Ihr kriegt nicht allzu viel Gewicht drauf und seid dann in Sandford doch vielleicht auch nochmal gut konkurrenzfähig, weil mittlerweile dann ja doch alle Top-Teams einigermaßen gut belastet sind. Jein, ich weiß gar nicht. Das nächste Rennen ist irgendwie, was hast du gesagt, 2 Wochen? Mhm. So, und dann am 31. hattest du auch irgendwas gesagt, ne? Genau. Ja gut, 31. können wir schon mal nicht mitfahren wegen Nordschleife. Also fällt das schon mal raus? Ist das das Streichresultat? Also müssen wir, ne? Naja gut, dann habt ihr aber auch das Streichresultat da. Und ja, aber passt das ja. Ich meine, gut. Selbst P3 ist okay. Ne? Also, naja. Ich denke mal, so schlecht ist es nicht. Wir werden mal sehen, die Meisterschaft wird schön eng. Und gucken wir mal. Okay. Ja, dann bleibt mir auch nur übrig, mich bei allen Podiumsmitgliedern erstmal zu bedanken und nochmal zu sagen, super Leistung, was wir da von euch gesehen haben. Top Performance by all your guys on the podium. Und auch beim gesamten Feld eigentlich, was wir da gesehen haben, war auch sehr fairer, durchweg fairer und sehr gut anzusehender Sport. Und ja, bleibt mir nur übrig zu sagen, beim nächsten Rennen wird es mit Sicherheit auch nochmal so spannend werden. 500 Kilometer von Sandford, auch ein Format, was es auch so in der Realität gibt. Auf einer Strecke, die handlingmäßig und setup-mäßig bestimmt nicht ohne wird. Auch wenn ich nicht glaube, dass R-Factor den virtuellen Dünensand da simulieren kann, der da auf die Strecke geweht wird regelmäßig. Aber ich denke mal, allein schon die gesamte kurvige Layout der Strecke dürfte für fleißig Arbeit bei den Setups gut sein. Und insofern, Lutz, denke ich mal, sehen wir uns in 2 Wochen zu einem mindestens genauso spannenden Rennen wieder. Genauso sieht's aus. Und hoffentlich möglichst viele Fahrer, die heute auch da waren. Wir wissen, das ist das Rennen bei Race Department, das 24-Stunden-Rennen. Aber zum Beispiel Torn Motorsports wird switchen. Das heißt, die werden dann abwechselnd Nordschleife und abwechselnd Sandford fahren. Das nennt man dann mal Einsatz. Thank you very much, guys. And we hope we see in 14 days, perfect race. As today. Okay.